Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe gerade sehr aufmerksam der Kollegin Möller zugehört und habe versucht, in Zusammenhang zu bringen, in welchem Zusammenhang das, was sie eben gerade gesagt hat, von dem vieles grundsätzlich richtig gewesen ist, einen aktuellen Stand über die Debatte im Bereich der Jugendfinanzierung darstellt, aber wirklich rein gar nichts mit den beiden Anträgen, die wir hier zu beraten haben, vorliegt. Und ich frage mich auch wirklich, ob wir dann sozusagen uns zukünftig nur noch damit abhalten wollen, dass wir die Grundsatzpositionen hier miteinander austauschen. Wir hatten das ja vorhin schon bei einem konkreten Antrag, wo denn auch was gesetzt wurde. Ich bin doch dabei, etwas Konkretes zu sagen. Das probiere ich jetzt ja gerade. Indem ich nämlich Folgendes tue, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde jetzt einfach zu den Anträgen reden, die jetzt ja gerade aufgerufen sind, weil so ist ja unsere Geschäftsordnung. Ich beginne mal mit dem Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Sie fordern hier die Einführung eines Kinder- und Jugend- und Familienförderplans. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen in Anlehnung an dem, was wir auf Bundesebene kennen. Und dann sozusagen ein Aufbau eines datenbasierten Jugendhilfemonitorings. Wir haben das Gleiche ja schon im Landesjugendhilfeausschuss besprochen. Der Landesjugendhilfeausschuss hat die Senatsverwaltung auch aufgefordert, so ein Jugendhilfemonitoring aufzubauen. Der Prozess zur Umsetzung eines Jugendhilfemonitorings mit Unterstützung des Unterausschusses Gesamtjugendhilfeplanung des Landesjugendhilfeausschusses hat längst begonnen. Es bedarf daher auch keiner weiteren Planungsprozesse. Neue Inhalte fließen schon heute sukzessive in die Landesförderung ein. Und durch die Einbindung des Landesjugendhilfeausschusses ist die Einbeziehung von Fachverbänden und Gremien gesichert. Das haben wir im Ausschuss so dargestellt und das hat die Staatssekretärin im Ausschuss so auch noch einmal erklärt. Da auch die antragstellende Fraktion ja im Landesjugendhilfeausschuss vertreten ist, sollte dieser aktuelle Stand da sein. Und man stellt sich die Frage, warum jetzt noch weiterhin ein Antrag aufrechterhalten wird. Auch im Ausschuss stellt sich die Frage, der sozusagen bereits in Umsetzung befindlich ist. Jedenfalls mein Fazit dieses Ding, der Senat und die Senatoren sind an diesem Thema dran und bearbeiten dieses. Grundsätzlich sympathischer, weil fachlich sehr richtig ist mir der Antrag, den Frau Möller hier eben gerade eigentlich eingebracht hat, aber nur zum Teil begründet hat. Denn wir brauchen deutlich mehr Geld für die Jugend. Das ist eine Forderung, die ich hier auch immer gerne wiederhole. Die finanzielle Situation der bezirklichen Jugendarbeit, insbesondere in den Jugendfreizeiteinrichtungen, und die strukturelle Ungleichheit zwischen den Bezirken sind fraktionsübergreifend als politisches Problem anerkannt und besteht Konsens über den Handlungsbedarf. Eine Fortschreibung, jetzt, Vorsicht, 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 jetzt kommt ja. Eine Fortschreibung eines Jugendfreizeitstättenberichts jedoch wäre keine Festlegung in diesem Bereich und hätte keine haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. Die Debatte, und das hat Frau Möller auch richtig dargestellt hat, müssen wir in der kommenden Haushaltsberatung führen und müssen dort entsprechend das machen. Jetzt ist die interessante Frage, auf welche Grundlage, Herr Kowalewski, ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja eben gerade von Frau Möller die Zahlen bekommen. Die wurden ja eben gerade dargestellt und diese Zahlen sind ja auch im Hauptausschuss schon behandelt worden. Und wir wissen die Summen und wir wissen, dass es 14,4 Millionen ist nach der Einschätzung der Bezirke und der Jugendstadträtinnen. Und wir wissen, dass wir 5 Millionen davon jetzt sozusagen in das System reingeben. Daher, wir kennen diese Zahlen, wir brauchen nicht weitere sozusagen hier zu machen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir es da hinbekommen, dass die vor kurzem noch ca. 90 Millionen, die in diesem Bereich ausgegeben werden, jetzt leider auf 77 Millionen runtergesunken sind, in den nächsten Haushaltsverhandlungen idealerweise sozusagen voll wieder zur Verfügung stehen. Wir sollten gemeinsam uns dafür einsetzen und ja, es ist sehr wichtig, dass wir in der wachsenden Stadt diesen Bereich nicht außer Kraft lassen. Was wir nicht schaffen werden, ich habe diesem Ausschuss mehrfach erklärt und erkläre das hier auch noch einmal, ist Folgendes. Wir werden nicht über inhaltliche Anträge und die Datenerhebung die Haushaltsgesetzgebung und den Hauptausschuss aushebeln können. Im Zweifelsfall, die Haushälter, Sie haben es heute Morgen gehört, meinen zumindest dort auf dem richtigeren Weg zu sein. Ich würde mich dafür einsetzen, dass wir alle probieren, unsere Haushälter dazu aufzufordern, mehr auf ihre Fachpolitiker zu hören. Ich sehe, während meiner Rede beginnen zumindest die haushaltspolitischen Sprecher der Großen Koalition schon mal zu beraten. Ich gehe davon aus, das wird Gutes ergeben für die Jugend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.